So, da sind wir wieder. Dann machen wir auch gleich mal weiter mit der Patrouillen- bzw. GTA. Barbaren-Wächterjagd. Seht durch mein Fernglas. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich mir dann auch wieder, sobald wir ein bisschen mehr erkundet haben, auch Seht durch mein Fernglas. ein bisschen so eine wieder eine Sprungpause mache, Schaut in die währenddessen Ferne. ein bisschen aufräume und so. Vor allem habe ich auch gesehen, ich könnte ja mit Drakes Fähigkeit sehr gut, wollte schon sagen, hauen die jetzt gerade ab, hier die Kanonen und ein paar von den Leuten platt machen. Und ja, warum haben aber eigentlich Barbaren Kanonen? Jawohl. Das macht doch jetzt nicht unbedingt Sinn, oder? Jetzt habe ich hier nicht hingeschaut, was hier war. Seht her. Jawohl. Seht her. Aber sicher. Gerne, aber sicher. Zahltag. Ich ziele mit Bedacht. So, das hätten wir dann auch. Aber sicher doch. Ich zeige euch Ja, den. das Video wird leider verspätet ankommen. Ich hatte an Sonntag leider nicht unbedingt die Zeit, gerade aufzunehmen, deswegen kommt das Jawohl. erst am Montag. Entschuldigung nochmal dafür. Die meisten sind es ja gewöhnt, dass die Ich Videos zeige euch halt den Weg. pünktlich am Wochenende kommen, Samstag oder Sonntag. Es ist leider diesmal nicht so ganz richtig geworden. Mit Vergnügen. Ich wünschte allerdings, ich würde mir noch so... Oh. Oh, wo, was, wie? So, das Zelt. Ja, okay. Jedenfalls genau. Ja. So. Ausbau fertig. Sieht durch mein Fernglas. Jawohl. Gerne. Sieht durch mein Fernglas. Also, die haben irgendwie die Technik, Kanonen zu bauen. Aber ich glaube nicht. Die sind ja hier quasi, das ist quasi das erste Für euch Gebiet, doch immer. wo die eingefallen sind. Wieso haben die da hier schon Ich zeige euch Kanonen? den Weg. Zahltag. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Ich zeige euch den Weg. Oha. Okay. Die lungern hier also im Wald rum. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Irgendwie, ich habe Ich zeige sonst euch den nur Weg. ab und zu Fernglas benutzt beim Kundschafter, aber jetzt im Moment finde ich das natürlich sehr, sehr Schaut in die praktisch. Ferne. Natürlich. So, jetzt holen wir erstmal unser Eisen. Ja. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Muss ich mir natürlich merken, dass hier im Wald auch Banditen sind. Für euch doch immer. Jawohl. Ich Ja. zeige euch den Weg. Also ich würde erstmal
weil das jetzt halt nicht so spannend ist, dann in der Pause vermutlich das hier platt machen, zumindest die Kanonen, und hier die Mine besetzen und dann natürlich wieder die ganze Forschung und so weiter hochziehen. Falls ich ein bisschen verschnupft klinge, ja, das ist wieder mal die Allergie. In den letzten Tagen ging es eigentlich wieder, heute schlägt es wieder zu. Kann man leider nichts machen. Seht her! Seht durch mein Fernglas! Schaut in die Ferne! Zahltag! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Seht durch mein Fernglas! Für euch doch immer. Hier muss dann wohl die zerstörte Siedlung sein. Da oben ist schon das Lager. Seht her! Ja, genau. Die hatten ja auch gesagt, die hätten das Lager mitten bei der Siedlung aufgestellt. Aber ich brauche wirklich irgendwie noch so ein zweites Dorfzentrum. Natürlich. Weil mit den Truppen, die ich jetzt habe, habe ich irgendwie große Zweifel daran, die einfach platt machen zu können. Seht durch mein Fernglas! Seht her! Was natürlich sein kann, ist, sobald ich die angreife, dass sie sich irgendwie in Bewegung setzen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ja. Dann habe ich irgendwie Mist gebaut. Sie schallert. Ist in Ordnung. Aber der Auftrag war es ja eigentlich, den Turm zu zerstören. Ja genau, ich muss die Lager gar nicht platt machen. Ich kann die auch einfach umgehen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Die Mine ist hier aber trotzdem gefährlich nah dran. So gesehen. Natürlich. Aber das ist der normale Sichtradius. Das heißt, die würden die Mine eigentlich gar nicht sehen. Deswegen würde ich mal sagen, probieren wir das mal aus. Schaut in die Ferne. Jawohl. Jawohl! Seht durch mein Fernglas! Ja. Ich zeige euch den Weg. Also ich habe Frostpunk jetzt das erste Level übrigens durch, war eigentlich ein recht schönes Game. Ich zeige euch den Weg. Ich bin fertig hier. Ja. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ist mal was anderes, halt wieder Aufbau, Survival. Fertig, Meister. Ich finde es nur ein bisschen schade. Man hat quasi so die erste Hälfte, hat man so eine Art Regelsystem, wie man ab und zu Gesetze erlassen kann. Und bei der zweiten Hälfte wird es erweitert, entweder durch ein Regime oder durch einen Glaubenszweig, den man wählen kann. Und ja. Ich finde irgendwie quasi schade, es sollte vielleicht noch irgendwie noch was anderes geben. Obwohl, naja. Natürlich. Es ist jedenfalls schön. Ich habe es gemocht, das durchzuspielen, die Runde. Und ich freue mich schon auf weitere Szenarien. Es sind noch eins, die Archen übrig. Und sollt. Das ist ja quasi nochmal dasselbe Spielprinzip, bloß mit ja. Ah,
halt mit Archengebäuden, wo dann quasi Saat, Pflanzensaat, Samen und so weiter untergebracht sind, dann für nach dieser Eiszeit, die die dort erleben. Ja. Gut, Drake, dann machst du dich mal wieder auf den Weg nach unten. Machst den nächsten Außenpostenblatt. Ja! Mit Vergnügen. Seht durch mein Fernglas. Mit Vergnügen. Jawohl. Seht her. Was mich natürlich noch ein bisschen stört, ist dieses Barbarenlager, was hier unten ist. Das würde ich eigentlich sehr gerne weghaben, weil das ist ja halt sehr nah dran. Und das kann uns einfach von der Seite erwischen. Vielleicht werde ich das mit Drake dann wirklich bearbeiten. Das stört schon ziemlich ungemein. Natürlich, einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Nun. Ich zeige euch den Weg. Sonst gibt's eigentlich gar nicht so viel Neues zu erzählen. Ja, ne? Es ist Zahltag. Ja, fertig. Aber gern. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So. Jawohl. Seht her. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich zeige euch den Weg. Gerne. Jawohl. Gut. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir können noch ein bisschen erforschen, die Truppen ausbauen. Weil es halt nötig ist. Wenn ich schon mit so wenig Truppen dorthin gehen muss, dann wäre es ja wahrscheinlich am besten, die am besten ausgerüstet dorthin zu schicken. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Ja. So, da können wir den wieder dorthin schicken. Drake auch. Gerne. Allerdings, wenn Drake so weit schießen kann, wie der fast gucken kann, dann müsste der eigentlich auch ein weiteres Sichtfeld haben. Würde ich jedenfalls schön finden, aber naja. Zahltag, Ausbau fertig. Ja. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. So. Forschen wir Armbrustschützen. Deswegen kann ich ja mal mit Yuki zu diesen Söldner gehen. Ja. Söldnerquartier und sehen, was da los ist, was man da kriegen kann. Aber sicher doch. Ich zeige euch den Weg. Mit Vergnügen. Drake. Muss erst näher ran. Aber sicher. Ja. Aus der Ferne werde ich zuschlagen. So. Ja. Der Sommer kehrt zurück.
ja, ist das schön. Schaut in die Ferne. Jawohl. Allerdings würde ich die Truhen natürlich auch gerne haben. Jawohl. Einfach nur um sie zu haben, weil... Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, in der letzten Kampagne hatten wir eigentlich überhaupt verwendbaren Truhen oder kaum eher gesagt gefunden. Es war schon irgendwie ein bisschen traurig. Sieht hier. Oh, ein Kundschafter. Jawohl. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eine neue Technologie ist erforscht. Forschung abgeschlossen. Schaut in die Ferne. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Hier ist der Deich wahrscheinlich gebrochen. Der Damm. Aber sicher doch. Mit Vergnügen. Wieso die den eigentlich kaputt gemacht haben? Keine Ahnung. Seht her. Dann reden wir mal mit unserem für euch doch immer Kundschafter hier. Jawohl. Schaut in die Ferne. Ah, wir könnten da eine Brücke bauen. Seht her. Okay. Ja, aber natürlich. Dann reden wir mal mit ihm. Genau. Ist auch rein. Okay, ja. Seltsam. Okay. Mit dem können wir dann auch reden. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Jawohl. Jawohl. Mit ihm reden und wenn ich dran denke, will ich auch in der Zwischenzeit halt diesen Zeitsprung gemacht haben und mal alles vorbereiten und so weiter. Seht her. Dass wir dann da keine Probleme mehr haben. So, Drake. Mit Vergnügen. Dann... Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Ja, das hat doch schon mal gut geklappt. Ja, jetzt greifen die an. Ich wusste es. Nein, doch nicht. Oh, Glück gehabt. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Da kann ich ja jetzt mit Drakes Meisterschuss wieder die zweite Kanone platt machen. Dann sind die schon mal ein ganzes Stück ungefährlicher. Oh, die verbrauchen so viel Eisen. Wie sieht's bei meiner Schmiede aus? Ja, das lässt sich noch machen. Weil ich natürlich auch wieder gerne Gewehrschützen hätte. Der Sommer kehrt zurück. Zahltag. Seid unbesorgt. Müssen wir auch noch aufrüsten, obwohl ich natürlich das Design von der ersten Stufe immer wieder schön finde, irgendwie. Bist du nicht aufgelevelt worden?
meine, die Schwertkämpfer sind auch aufgelevelt worden. Wieso du nicht? Was ist mit dir? Warte. Also, ich weiß nicht. Seltsam. In Ordnung. Okay. Ach ja, ich wollte mit den Typen hier reden. Jawohl. Ach, der kann Diebe und Kundschafter machen. Okay. Ich meine, wir haben die Taverne, aber warum nicht? Was natürlich interessant wäre, ob wir es mit dem Dieb schaffen, hier reinzukommen und den Leuchtturm einfach zu sprengen. Das wäre vielleicht eine interessante Möglichkeit, solange wir hier an dem Ballistertürm vorbeikommen. Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Heureka! Oh, Kanonen sind schon mal hin. Gut. Dann mache ich hier aber auch wieder Schluss und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao.